Hallo und herzlich willkommen zurück zu Distant Worlds 2. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Mal der Blick von oben auf unser Sternenreich. Naja, Sternenreich kann man fast gar nicht sagen. Ich meine, natürlich beanspruchen wir diese Gebiete, wir haben sie erkundet, sie gehören dann irgendwie zu unserem Reich. Aber so wirklich sind wir bisher nur auf Neu-Terra oder Terra Nova beheimatet. Aber das soll sich jetzt ändern, denn ich habe mir etwas überlegt. Allerdings bin ich auch natürlich durch euch darauf aufmerksam gemacht worden, dass es vielleicht besser wäre, die Systeme, also die beiden Leute, die wir hier kennen, nicht die, mit denen sind wir im Krieg hier, da oben diese fiesen Möps, die haben uns ja direkt angegriffen, die Aktarianer, die wollen nichts von uns wissen und deswegen müssen wir uns mit denen erstmal später beschäftigen, aber hier, diese hier, die, ich vergesse immer, wie sie heißen, wir gucken mal nach. Gleich weiß ich es wieder. Die Vekarus, genau. So, mit denen stehen wir ja schon in diplomatischen Verbindungen. Das heißt, wir können mit denen hier sprechen. Das sind Independent Colonies. Da sind sie Alpha Cassida Major 2. Und mit denen würde ich jetzt halt wirklich gerne ja, in eine Art Kolonisierungsphase eintreten. Das heißt, wir schicken dort Menschen hin, auch wenn der Planet für uns nicht besonders gut geeignet ist. Das Ding ist gar nicht, wir müssen da am Ende nicht mal Menschen drauf haben. Es geht aber darum, dass dieser Planet quasi sich unserem, durch die Kolonisierung unserem Imperium anschließt und dass wir dann auch diese Bevölkerungsgruppe, also die Vekarus, die 310 Millionen, in unser, ja, in unser Imperium aufnehmen und dann auch die Möglichkeit haben, wenn denn hier mal genug Leute sind, 310 Millionen sind jetzt halt noch nicht so viele, tatsächlich Kolonisierungen auf Welten vorzunehmen, die dort ja entsprechend geeignet sind. Die sind zum Beispiel wahrscheinlich sehr gut auf Ozeanplaneten, weswegen sie hier auch auf einer Ozeanwelt sind. Und ja, wenn wir die haben, können wir von dort weitere Kolonisierungen auf Ozeanplaneten starten. Also, Manuel. Speak with them. Wir werden erstmal gucken. So, negotiated deal. Ja, das mit der Kolonisierung, das scheint nicht hier rüber zu gehen. Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Jetzt haben wir gerade nicht so viel Geld. Das ist gerade ein bisschen blöd. Eigentlich sind die halt neutral. Null, so habt ihr mir auch erklärt, wäre dann schon eigentlich der Weg, eine Kolonisierung starten zu können. Wir machen das einfach. Ah, Colonization Success Chance 0. Das lassen wir mal sein. Das ist ja irgendwie... Wo sind die nochmal? Ah, hier. Auf dem Vulkanplaneten, genau. Mit denen sind wir halt schon bei 3, also etwas besser, aber da sinkt es auch, dadurch, dass ja, wir offensichtlich eine schlechte Reputation haben. Bin da gerade nicht so sicher, wie wir jetzt vorgehen sollten. Also das mit der Kolonisierung, dass wir überleben, wir überlegen uns das nochmal, ja. Was wir auch machen werden, ist hier unseren eigenen Planeten Morubi 2 zu kolonisieren. Wir werden dort besser werden. Deswegen machen wir das jetzt mal. Jetzt müsste irgendwo ein Kolonieschiff im Bau sein.
Krass, wie viele Frachtschiffe gerade die KI baut. Noch ist kein Kolonieschiff rein eingequeued worden. Moment mal. Moment mal. Fällt mir gerade ein. Haben wir denn überhaupt schon... Ah, den Ancient Guardian Vault. Da haben wir gerade die Forschung gestartet. Genau. Das war ja auch noch offen. Aber haben wir überhaupt schon die Möglichkeit zu kolonisieren? Wie war denn das nochmal? Da, doch, haben wir. Aber haben wir auch die Schiffe dafür? Die Schiffe dafür? Das haben wir auch. Dann dürfte es eigentlich kein Problem sein. Das müssen wir allgemein erforschen hier. Ach, wir brauchen erst Basic Military Starships. Das haben wir doch schon. Ah. Shipboarding muss erst erforscht werden. Okay. Shipboarding und Basic Transport Systems. Basic Transport Systems haben wir sicher. Ja, aber Shipboarding. Der Forschungsbaum ist so groß. Cancel, da bin ich irgendwo drauf gekommen. Wo ist das? Da ist das Shipboarding. Dann packen wir das mal in die Queue mit rein. Es wäre auch relativ schnell erforscht, darum packe ich es mal eben dazwischen. Okay, so, jetzt lassen wir die Zeit erstmal weiterlaufen und wie gesagt, also das mit der Kolonisierung von diesen unabhängigen Kolonien, das würde ich gerne machen, da muss ich nochmal ein bisschen schauen, wie es geht. Ihr dürft es mir auch gerne schreiben, die waren glaube ich im Gebiet der, ja genau, die sind im Gebiet hier von den Gizurianern, da können wir nicht dran, aber die anderen beiden, die sind halt in unseren, also die einen sind hier und die anderen sind dort. Da geht schon was. Da geht schon was. So, First Fleet ist da, Second Fleet ist da, Third Fleet ist da. Unsere Defense Force. Und die fliegt gerade dahin, weil da war noch irgendwie eine Bedrohung. Wir sind ja dabei, die Bedrohungen auszuschalten, die wir so grob hier in der Nähe haben. Okay, wir haben wieder irgendeinen Bonus bekommen durch unsere... Demokratie oder was? 10% Boost Truppenrekrutierung und 10% Boost auf Truppenunterhaltseinsparungen. Ja, das ist schön. Apropos Truppen, wir können nochmal eben auf die Erde schauen. Ich sage mal Erde. Irgendwie fühlte sich halt auch an wie die Erde. Wie viele Truppen haben wir da nochmal? 2. Das stocken wir jetzt mal langsam auf. Manage Troops. Wir gehen mal auf 6. Das heißt, 4 neue, was sind das hier nochmal, Brigaden stellen wir nochmal auf. Und das sind dann natürlich immer noch nicht super viele, aber naja, was haben wir da denn? Ah, ein Cargo-Schiff. Oh, das sieht ja gar nicht schlecht aus. Hat was. Na super. Da will man einmal einen Screenshot machen. Wo ist es denn jetzt hin? So, was ist denn hier bloß jetzt schiefgegangen? Manchmal weiß man es auch nicht so richtig. So, okay. Glaubt ihr Leute, das mit den Screenshots, das ist immer so eine Sache. Das Problem ist, ich kann die nach den Folgen, nach den Aufnahmen immer nur ganz schwer aufnehmen. Und ich finde, das ist halt so ein kurzer Moment, den kann man eigentlich mal eben machen, oder? So, jetzt lassen wir die Zeit aber weiterlaufen. Was haben wir hier? Viele Schiffe, oder? Und das meiste, ja nicht das meiste, aber vieles davon ist halt Militär. Also First Fleet. Mit 20 Schiffen. Das ist schon ordentlich. Wieso sind hier 2 Fuel Tanker? Steht das so in dem Flotten-Template drin? Oh ja, 2 Fuel-Tanker ist der Standard, okay. Mhm. Alles klar.
Dann fehlen in der zweiten natürlich noch gänzlich. Ja gut, die haben wir aber auch noch nicht. Da sind auch noch keine Zerstörer drin. So, die wollen jetzt wieder irgendwas verkaufen. Irgendein unbekanntes System. Kommt für 3.300, können wir mal ja sagen. Munos Mandil. Als ob man die jetzt noch so leicht identifizieren könnte. Leider ist die Schrift hier auch schon wieder völlig hinüber. Aber da muss ich sagen, das ist überhaupt nicht gut. Und ja, man kann irgendwas mit den Badges hier machen. Da sind sie ganz weg. Auf Basic wird die Schrift ein bisschen besser. Extended. Schau mal, wie das umspringt hier, wie das aussieht. Also da muss der Entwickler aber nochmal was tun. So. Ja, weiß der Geier, welches System und... Ach, da! Ah, da ist noch ein weiteres Reich. Schaut mal, das ist noch eine andere Farbe hier. Also hier, das gehört noch wieder irgendjemandem. Ah, ich werde das nicht weiterkaufen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass die uns irgendwelche Systeme, Daten zu irgendwelchen Systemen verkaufen, die so weit weg sind. Da haben wir nichts von, gar nichts. Da können wir wieder noch ein Resort-Base bauen, weil hier ist wieder irgendwie schönes, schöne Szenerie oder so. Okay, so, jetzt aber mal weiterlaufen lassen. Also das Spiel ist gerade in so einer Phase, wo ich versuche natürlich unseren Einfluss zu erweitern, indem wir Kolonien errichten. Und jetzt müsste ich wirklich mal schauen bei der Kolonisierung. Morubi 2, cute für Colonization. Aber wo kommt das Kolonisierungsschiff, ne? Das ist ein Passagierschiff. Ganz viele Passagierschiffe jetzt. Aber kein Kolonieschiff dabei. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Wir canceln das mal hier. Das Kolonieschiff können wir auch von Hand bauen. Ach. Nee, wir können auch kein Kolonieschiff bauen. Da fehlt noch was für. Da fehlt noch was für. Wartet mal. So, wie war das nochmal? Also wir brauchen die Schiffshülle. Die haben wir hier schon bekommen. Da ist die Hülle. Small Colony Ship. Am besten ist es wahrscheinlich, wenn ich einmal kurz in den Schiffseditor gehe. Da ist doch ein Colony Ship. Ach, es sind wieder die Kosten. Es sind wieder die Kosten. Aber warum taucht es hier nicht auf? Hier muss es doch trotzdem auftauchen. Es taucht hier gar nicht auf. Ist das denn ein gültiges Design? So sieht es aus. Ja, das Colonization-Modul braucht es. Aber das, wie gesagt, das ist alles erforscht. Wir haben es alles. Das ist nicht das Problem.
Und es ist auch schon das zweite Design, das heißt, wir haben hier schon irgendwelche Updates wieder irgendwo bekommen. Aber es sind die Kosten, die uns momentan das Genick brechen. Es kostet so viel. Ich bin aber der Meinung, es sollte trotzdem halt in dieser Liste auftauchen. Kann aber auch sein, dass Kolonieschiffe hier nicht auftauchen. Und man die einfach anders bauen muss. Ist ja auch okay. Hätte ich gar kein Problem mit. Wenn wir gleich genug Geld haben, gehen wir hier einfach nach Terra Nova. Und bauen es dann hier im Spaceport. Der ist natürlich super krass beschäftigt. Privatwirtschaft baut hier gerade super viele Schiffe. Also, was gut ist, weil es uns Geld bringt. So, da haben wir die ganzen Konstruktionsschiffe, die wir in der letzten Folge noch in Auftrag gegeben haben. Die werden alle fertig. Oh, was haben wir jetzt? Ah, die möchten gerne den Krieg beenden. Ja, das, da stimme ich zu, natürlich. Ich habe gar kein Interesse, jetzt im Moment einen Krieg zu führen. Wow, Urktun 1 plus 11% Hightech Research. Da kommt auf jeden Fall eine Research Station hin. Wirft uns natürlich finanziell wieder zurück um 6000 Credits, aber das muss auf jeden Fall sein. Oh, bei Morubi? Ah ne, das ist das Schiff Exploration. Das Schiff heißt Smuggler auf Morubi. Destroyer's Mouth System. Das ist ein schwarzes Loch und da ist ein Gravilex. Aber macht nichts, weil da wird das Schiff gleich eh wieder fliehen. Technologie recovered, wiederhergestellt. Oh. Also, offensichtlich haben wir irgendwo ein verlassenes Kolonieschiff entdeckt und weil das automatisch läuft, sind dann auch gleich Konstruktionsschiffe hingeflogen. Das passiert, glaube ich, automatisch. Mocking Tramp heißt das Schiff bei Itnes 2. Es scheint in guter Betriebs-, also in gutem Zustand zu sein. Es funktioniert. Wir haben es gebordet, also wir haben es übernommen und die Kontrolle übernommen. Okay, wir könnten das Schiff auseinandernehmen. Dann würden wir ein paar Research-Boni bekommen. Alternativ können wir das Schiff natürlich auch benutzen, um unser Imperium zu verteidigen. Also ein Kolonieschiff. Ah, oh, Millionen von Icarus sind hier drin und schlafen hier. Außerdem Technologie für Verteidigungsraketen. Da sind 53 Millionen Icarus drin. Das erhöht unsere Kolonisierung natürlich ganz rapide plötzlich. Hier, New Colonies. Ach, Morubi 2 ist übrigens jetzt schon bei plus 20%, was übrigens sehr gut ist. Das wollen wir ja auf jeden Fall kolonisieren. Aber jetzt gibt es halt auch noch so ein paar andere Welten hier. Und schaut mal da, wegen Ikoro plus 22. Auch hier wegen Ikoro mehr Boni. Und das machen wir jetzt. Wir siedeln die an. Ist das ein Gas? Ach nee, das ist ein Mond. Ich dachte schon, der Gasriese war nur zu sehen. Wo ist das auf der Karte? Wo sind wir hier? Ja, das ist doch... Das ist ganz schön nah. Das ist doch noch in... Das ist doch in Morubi noch. Mensch, können wir nicht woanders hin? Aber die Arbeit, das eignet sich halt hier so gut, ne? Da können wir hin, das eignet sich auch sehr gut. Havrekos. Und halt auch wegen der Ikoro, ne? Ja. Send Mocking Tramp. Heißt das Schiff Mocking Tramp? Ja. To colonize Havrekos 2. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Und wir müssen jetzt mal nach Terra Nova gehen, weil das ist ganz wichtig. Da habe ich nämlich eingestellt, ihr erinnert euch, dass ich hier gar keine... Offensichtlich hat die Automatik es wieder zurückgesetzt.
Ich hatte hier irgendwann eingestellt, dass ich keine Vekarus-Leute hier drauf haben will, aber es ist wieder eingestellt worden. Das ist auch gut so. Wir wollen, dass die sich gegenseitig umsiedeln können und so. Wir haben aber auch nur Menschen hier bisher drauf. Also es könnte aber halt irgendwann sein, dass hier zum Beispiel auch auf Terra Nova Vekarus plötzlich sich ansiedeln, dass die rüberkommen und hier wohnen und so. Das wäre auch gar nicht schlecht alles. Also. Gut, wir haben den Kolonisierungsbefehl gegeben. Jetzt würde ich mir das Schiff gerne nochmal anschauen. Jetzt muss ich es erstmal finden. Nicht Military. Ja, Colony Ships. Wo haben wir das denn eigentlich gefunden? Oh, da, in dem Gebiet der Aktarianer. Ja, gut. Es hat nicht viel Fuel. Und es bewegt sich schon. So, Forschungsbonus hin oder her. Ne, wir benutzen es jetzt halt zum Besiedeln. Die Verteidigungsraketen haben wir jetzt vollständig erforscht. Das liegt jetzt hier daran, dass wir die Technologie noch von dem Kolonieschiff da bekommen haben. Ah, es gab wieder Wahlen. Ja. Es gab Wahlen. Deswegen ist unser Botschafter auch futsch. Aber das macht nichts, den haben wir eh nicht eingesetzt. So, da haben wir 9. Können wir uns ja mal anschauen. Wir können ja tatsächlich mal. Also, so, wo ist er? Da. Die werden ja automatisiert. Was wir machen können ist, wir können die halt auch hier zum Beispiel zu den... Vekarus bringen. Und sie dort dann halt ein bisschen an der Beziehung arbeiten lassen. Aber ich würde dann tatsächlich eher auf den hier hingehen, zu Shanda Independent Colony. Das war der Volcanic Planet. Und dann macht er da halt eben so ein bisschen verbessert. Es kann sein, dass der wieder sich ändert, weil ich es halt auf Automatik gestellt habe. Wir schauen mal, was passiert. So, 10.7. taucht er da auf. Was? Dauert fast ein Jahr, bis er da ist. Eieiei. Na gut. Dann ist das so. Aber dann will ich da nicht beibleiben. Ich möchte nämlich die Kolonisierung eigentlich gerne mitbekommen. Aber der hat gleich kein Fuel mehr. Der wird dann aber gleich aufgetankt. Der ist jetzt auch in unserem eigenen Raum. Wir haben nur keine Fuel-Schiffe. Ja, der wird dann ja ohne Fuel in der reduzierten Geschwindigkeit weiterfliegen. Achtet mal hier drauf. Aber... Wir werden angegriffen. Ah, von einem Adilus. In der Suka-System. Okay. So, pass mal auf. Haben wir Tankschiffe? Wo verstecken sich die Fuel Ships? Da. Die sind beide in der First Attack Fleet. Wir sagen diesem Schiff aus der First Fleet jetzt, dass er Fuel hierher transferieren soll. Der wird jetzt da hinspringen. Und das machen.
Hacke, unsere Forschung bei dem Ancient Guardian Vault ist offensichtlich beendet. Wir haben eine kuriose Entdeckung gemacht. Einige erstaunliche Entdeckungen, um genau zu sein. Die antiken Guardians waren viel mehr als nur ein Mythos. Wie unglaublich es auch sein mag, sie waren tatsächlich real. Sie waren künstliche Lebensformen, und zwar denkende Mechanismen oder Maschinen, die sich, ja, deren Hauptaufgabe es war, Wissen zu erhalten. Und zwar, ja, sie sollten Wissen erhalten in dem Fall eines galaxieweiten Desasters. Und um galaktische Zivilisationen gegen einen solchen Kollaps zu schützen, wurden Vaults in der Galaxie aufgebaut, die dieses, ja, oder die einer gefallenen Galaxie helfen sollte, sich wieder neu aufzubauen. Die antiken Guardians haben geglaubt, dass das Wissen wertvoll war, aber auch gefährlich. Und so sind diese Vaults nicht einfach, kann man nicht einfach darauf zugreifen. Die einen Vault entdecken, müssen ihre, müssen beweisen, dass sie es wert sind, die Informationen zu erhalten, durch diese Preliminary, also durch diese vorbereitenden Forschung. Okay, das haben wir ja getan, nicht wahr? Oder wir sind noch dabei. Wir haben jetzt das nächste Shipboarding drin, aber wir können natürlich auch direkt weitermachen hier. Political oder Civics, das ist ja eigentlich egal, das sind 14 Jahre, das ist richtig lange Forschung. Ich würde sagen, wir gehen da mal ran. Nach den Frigates. Ja, weil die Heavy Frigates, die möchte ich schon gerne haben. Ja, die Hyperdrive-Technologie brauchen wir auch dringend. Die Schilder auch. Wir packen es tatsächlich ans Ende unserer Forschungsreihenfolge erstmal. Also natürlich wollen wir das erforschen, aber wir dürfen es jetzt auch nicht übers Knie brechen, denn das sind Langzeitprojekte, ganz klar. Aber wir kommen der Sache auf den Grund, würde ich sagen. So, ja, bis zur Kolonisierung wird es noch dauern. Okay, wir haben den Kontakt zu einem Schiff verloren. Im Axom-System. Kurz vor dem Verbindungsabbruch haben wir eine Nachricht erhalten, dass sie ein sehr außerirdisch aussehende Basis entdeckt hätten, die sie jetzt untersuchen wollten. Dann gab es nur noch einige zerstückelte Übertragungen mit den Worten "müssen gehorchen" immer wieder wiederholt. Okay, wir sollten das untersuchen, aber es scheint angebracht zu sein, vorsichtig zu sein. Ja, das will ich aber auch sagen. So, Axom System. So, gucken wir mal, wo das Axom-System ist. Jetzt wünschte ich mir wirklich so eine Suche. Ähnlich Stellaris, wo man einfach ein Suchfeld bekommt und ein System eingeben kann. Axom. Da. Hier ist dieser merkwürdige Spaceport. Und dieser soll jetzt von uns erkundet werden. Können wir machen.
Beziehungsweise müsste das eigentlich automatisch passieren. Oder auch nicht. Ach, das Schiff wird noch gebaut. Okay, na gut. Ja, wir warten mal ab. Eigentlich passiert das automatisch. Wir haben ja eingestellt, dass Basen und Abandoned Sachen automatisch erkundet bzw. Wieder repariert werden sollen. Ich würde das deswegen einfach mal abwarten. Wir werden da weitere Events zu bekommen. Macht euch keine Gedanken. Wir müssen einfach nur ein bisschen Geduld haben. Und dann würde ich sagen, jetzt so nach 30 Minuten können wir die Folge dann abschließen. In der nächsten Folge geht's weiter, dann hoffentlich mit der Kolonisierung von ja, dieser Welt, die wir ausgesucht haben für das Kolonieschiff mit den 52 Millionen Ikorus. Und ja, dann wollen wir natürlich auch Morubi kolonisieren. Wir brauchen Geld für ein eigenes Kolonieschiff. Schauen wir mal. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.